Heute möchte ich über pädagogische Handlungskompetenz in der Erwachsenenbildung sprechen und die Frage, wie wir die auf digitalen Plattformen entwickeln können. Ich möchte dabei auch ein bisschen in die Zukunft schauen und fragen, wie geht es weiter mit der Erwachsenenbildung und was könnte das bedeuten für die in der Zukunft notwendigen Anforderungen für das pädagogische Personal in der Erwachsenenbildung. Ich komme vom Learning Lab. Und das Learning Lab arbeitet in mehreren Arbeitsgruppen an der Frage, wie können wir das Lernen der Zukunft gestalten? Wir arbeiten in der Schule, in der Hochschule, in der Erwachsenenbildung und wissenschaftlichen Weiterbildung an Lerninnovationen mit digitalen Medien. Und wir arbeiten mit Partnern im Feld zusammen, mit Kooperationsverträgen, in Projekten und finanzieren uns durch Mittel von verschiedenen Institutionen. Insgesamt geht es uns immer darum, über eine gestaltungsorientierte Bildungsforschung herauszukriegen, was sind die Potenziale der neuen Medien und wie können wir Lerninnovation pädagogisch sinnvoll im Feld gestalten. Kommen wir aber zu meinem Thema, pädagogische Handlungskompetenz in der Erwachsenenbildung. Nun, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, um welches Problem geht es? Was ist das Bildungsproblem? Und wenn wir das einmal hier kurz skizzieren, dann geht es um den Einsatz von Medien, dann geht es um die Auswahl von Medien, auch hier die Medien eben im Unterricht adäquat einzusetzen. Es geht darum, auch die Teilnehmenden hinzuführen, in der Vor- und Nachbereitung sie einzusetzen und eben halt auch das kritische Reflektieren des Einsatzes. Also eine ganze Menge an Kompetenzen und natürlich stellt sich die Frage, wie kann man diese Kompetenzen zunächst einmal beschreiben, wie kann man die systematisieren. Wir können uns da an einem Modell orientieren, das international sehr häufig zitiert wird, TPEC von Köhler und Mischra. Es geht um Fachwissen, pädagogisches Wissen und technologiebezogenes Wissen. Das ist schon mal klar. Wir können das hier so beschreiben. Content Knowledge bezieht sich auf eine bestimmte Thematik. Ich muss über Sachwissen verfügen, wenn ich in der Erwachsenenbildung tätig bin. Ich sollte aber auch etwas wissen über pädagogische Grundlagen, also wie vermittle ich Wissen überhaupt, was sind Bedingungen des Lernens, wie funktioniert Lernen. Und schließlich zunehmend in einer digitalisierten Welt geht es auch darum, ein technologisches Grundlagenwissen zu haben. Also zum Beispiel, wie funktionieren Computer, wie kann man sie einsetzen, was sind Probleme und so weiter. Im ersten Stadium habe ich noch kein Wissen. Ich eigne es mir als deklaratives in diesen getrennten, separaten Feldern an. Aber in diesem Stadium kann es eigentlich noch nicht wirklich handlungswirksam werden, auch weil es eben sich in diesen getrennten Teilen noch vorhanden ist. Erst im dritten Stadium, im Sinne einer Prozeduralisierung, kann es handlungswirksam werden. Und wie geschieht dies? Nun, die Aussage des Modells von Mischra und Köhler ist, dass es vor allen Dingen in den Schnittmengen relevant wird, dass in diesen Schnittmengen sozusagen das Wissen entsteht, was sich dann für die praktische Anwendung als so wichtig erweist. Also zum Beispiel mediendidaktisch oder hier zunächst die Fachdidaktik als Schnittmenge zwischen dem Fachwissen und dem pädagogischen Wissen, die Mediendidaktik in der Schnittmenge zwischen pädagogischem Wissen und technologischem Wissen oder auch das fachbezogene Technikwissen, was nicht das allgemeine Technikwissen ist über Computer, sondern das Wissen über Technik in den Fächern Biologie, Wirtschaftswissenschaften, Kunst, Musik oder auch Religion. Also wie können wir in diesen Fächern den Computer benutzen? Und der Gedanke ist, dass dieses Wissen eben halt zunächst deklarativ ist, aber dann in der Anwendung sich zunehmend prozeduralisiert, zunehmend ja als Handlungskompetenz entwickelt, aber eben genau in diesen Überlappungsbereichen eigentlich das wichtige Wissen und die wichtigen Kompetenzen entstehen, um handlungswirksam werden zu können. Und schließlich dann die, wenn Sie so wollen, Königsdisziplin. Da geht es um die Schnittmenge aller dieser Bereiche, das Technological, Pedagogical and Content Knowledge, also TPEC. Wie verfolge ich ein Lernziel unter Nutzung digitaler Medien?
Das ist die Frage, mit der sich eben TPEC beschäftigt. Und dieses Wissen kann nur entstehen in der Auseinandersetzung mit der Praxis, in der Anwendung. Aber das ist es eigentlich, was wir im Grunde genommen brauchen, um heutzutage in einer solchen digitalisierten Umwelt in der Erwachsenenbildung tätig werden zu können. Wir können das einmal durchdiskutieren mit so einer Wissensdomäne in der Musik beispielsweise. Was würde das bedeuten? Ja, hier sind zunächst isolierte, getrennte Wissensbereiche und dann kommen wir wieder auch auf diese Schnittmengen und schließlich praktisch dann in das Zentrum, wie vermittle ich die Bedeutung und die Möglichkeiten beispielsweise des Samplings von Musik. Also dieses Modell hilft uns einzuordnen, zu systematisieren, welche Kompetenzen notwendig sind, um in einer ja, zunehmend digitalisierten Welt unterrichten, lehren zu können, Lernangebote arrangieren zu können und gestalten zu können. Hier ein anderer Ansatz von Schmidt, Hertha, Roos, Rott und Bolten. Die haben nochmal auch ein weiteres Element hinzugenommen, nämlich auch Einstellungen und Selbststeuerung. Und auch das Schlagwort Feldkompetenz kommt hier hinzu. Also zu wissen, wie man sich eben halt auch die Mediennutzung in einem bestimmten Kontext vorstellen kann, wie sie dort funktioniert. Dies wären also auch Elemente einer medienpädagogischen Handlungskompetenz. Ja, wenn man das alles so sieht, können wir erkennen, das ist schon anspruchsvoll, das ist schon eine Menge, was wir hier erwarten von den Lehrenden in der Erwachsenenbildung. Und aus der Auswertung hier von Schmidt-Herter und anderen sind das zentrale Elemente ihrer empirischen Analyse, ihrer Befragung. Die Lehrenden stoßen auf Grenzen, was die Ausstattung betrifft, auf der einen Seite. Sie sind oft nicht zufrieden mit dem, was sie vor Ort antreffen, wie sie die Medien nutzen können vor Ort. Und gleichzeitig stellen aber Weiterbildungsorganisationen oftmals sehr hohe Ansprüche an die medienpädagogische Kompetenz der Lehrenden. Also das ist schon eine schwierige Konstellation und es stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das besser unterstützen? Wie können wir da Wege finden, diese Handlungskompetenz zu entwickeln? Naja, eine Antwort ist klar. Auf der Plattform WBWeb finden wir Informations- und Lernangebote und jetzt neu eben über den Eule-Lernbereich auch spezifische Elemente, um den Lehrkräften hier entsprechende Informationen und Wissensbestandteile zu präsentieren. Mir scheint es wichtig, hier nochmal nachzudenken, was sind die spezifischen Rahmenbedingungen, wenn wir diese Kompetenz entwickeln wollen, die spezifischen Rahmenbedingungen, die sich auch in der Erwachsenenbildung halt stellen. Wir müssen uns klar machen, Dozierende sind bekanntlich oft in Nebentätigkeit unterwegs. Sie haben oftmals keine formale pädagogische Qualifikation. Sie haben oft auch keine Einbindung in die Personalentwicklung einer Bildungseinrichtung, ebenso wie auch eine geringe Beteiligung an Qualifizierungs- und Supervisionsmaßnahmen und auch in die Evaluation und Qualitätsentwicklung. Also alles im Grunde genommen schwierige Rahmenbedingungen für Kompetenzentwicklungsmaßnahmen. Und insofern ist ganz klar, wir müssen die Kompetenzentwicklung für Dozierende in der Erwachsenenbildung on the job, near the job anlegen. Wir müssen niedrigschwellige Angebote machen, Just-in-Time-Learning, also ein Angebot, was jederzeit und auch ortsunabhängig realisiert werden kann. Peer-to-Peer-Austausch ist hier ein Schlagwort, die Kommunikation der Dozierenden untereinander und eben halt auch der Aufbau von digitalen Kompetenzen. Nun, wo erfolgt er am besten? In solchen digitalen Lernplattformen. Also insofern ist das von mir aus ein klares Plädoyer für solche Lernangebote auf einer digitalen Plattform, gerade für Dozierende in der Erwachsenenbildung, scheint mir dies eine sehr, sehr wichtige und sehr zielführende Ausgangsbasis.
Wenn wir uns dann nochmal schauen, hier anhand dieses Greta-Kompetenzmodells, was am DEE entwickelt worden ist, wie wir diese Kompetenzen auf den Plattformen, auf dieser Plattform beschreiben können, einordnen können, dann stellen wir fest, nun zunächst einmal kann die Plattform natürlich Wissen präsentieren, klar, kann Informationen darstellen, kann auch Fälle präsentieren, kann Hintergrundwissen, Kontextwissen präsentieren. Und durch das Arbeiten mit dem Wissen, durch das Anwenden, durch das Nutzen von Wissen, durch das Operieren mit Wissen können Fertigkeiten entstehen und wenn möglich auch Einstellungen. Also sprich eine bestimmte Einstellung gegenüber meiner Arbeit, bestimmten Themen, der Erwachsenenbildung, dem Lehren in der Erwachsenenbildung. Entsprechende Einstellungen können auch entstehen. Aber Sie sehen, angefangen von dem Wissen über die Fertigkeiten bis hin zu den Einstellungen, das ist natürlich ein immer anspruchsvoller werdender Kreis. Und schließlich die professionelle Selbststeuerung, da würde ich denken, das entsteht nur in der Arbeit im Feld natürlich. Also nochmal, wir haben hier einen Kreis, es beginnt mit dem Wissen. Da können wir, da ist sozusagen auch die Stärke des Mediums, das im Internet mit seinen vielfältigen Verzweigungsmöglichkeiten das Wissen darzustellen. Wir wollen aber auch zu Fertigkeiten vorstoßen und wir wollen auch natürlich Einstellungen vermitteln. Also insofern sehen wir hier Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen haben auch unterschiedliche Arten von Strukturen, die notwendig sind, um die entsprechende Kompetenz aufzubauen. Denkbar ist aber alles und es ist auch wichtig für eine ganzheitliche Kompetenzvermittlung, alle diese drei Bereiche möglichst auch auf der Plattform anzustreben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich möchte ein bisschen grundsätzlicher die Frage stellen, was bedeutet es, wenn wir über Erwachsenenbildung in der digitalen Welt reden? Ich möchte ein bisschen grundsätzlicher in die Zukunft auch schauen und die Frage stellen, wie können wir uns das begrifflich einordnen? Welche Themen sind hier relevant? Nun, wenn wir über digitale Kompetenz reden, dann scheint es so in vielen Publikationen, auch in vielen politischen Papieren, dass zu dem Lesen und Schreiben und Rechnen nun eine weitere Kompetenz hinzukommt, nämlich ja, so etwas wie digitale Kompetenz, also digitale Technik zu nutzen, verstehen, bewerten und gestalten. Das scheint auf den ersten Blick eigentlich recht plausibel. Und nochmal, wenn wir uns anschauen, wie wir oder andere darüber reden, dann ist das Digitale oftmals etwas, was den Eindruck erweckt, als ob es dazukommt, als ob es jetzt in unsere Welt hinzukommt. Wir können das Ganze aber auch anders verstehen und anders wahrnehmen, anders betrachten, nämlich als eine Entwicklung, die unsere Lebens- und Lernwelten durchdringt. Also nicht hinzukommt, sondern das Lesen und das Schreiben und das Rechnen unsere Grundfertigkeiten, unsere grundlegenden Kulturtechniken eben durchdringt und dadurch wesentlich verändert. Und damit eben halt auch alle Fächer, alle Themen, alle Stufen betrifft und nicht eben ein isolierter Bestandteil ist, der halt noch zusätzlich im Programm, in der Methodik, in der Arbeit einer Einrichtung nun auch aufgegriffen wird, sondern wo essentiell nachzudenken ist, was das für die gesamte Arbeit einer Einrichtung bedeutet. Wir merken das an vielen Stellen, dass wir über das Digitale doch unterschiedlich nachdenken und sprechen. Also nehmen wir solche Fragen, die in manchen Untersuchungen gestellt werden. Wir fragen, wie viele Stunden bist du im Internet? Wir fragen, ist das Internet schädlich? Und als Gegenfrage könnte ich stellen, wird denn auch der Frage nachgegangen, wie viele Stunden schaust du auf Papier oder ist das Buch schädlich? Also wir merken, mit dem Internet gehen wir anders um. Wir denken oftmals binär. Wir denken,
Es gibt eine analoge Welt und es gibt eine digitale Welt. Wir schreiben der analogen Welt oft zu, dass sie die echte Welt ist. Und wir reden über die digitale Welt als etwas Defizitäres. Und die Frage ist, ob wir nicht dieses Digitale eher als integrale Entwicklung betrachten sollten, nämlich eine Entwicklung, die die Lebenswelt durchdringt. Deswegen ganz einfach, weil das Digitale und das Analoge sind nicht mehr zu trennen. Sie durchdringen unseren Alltag, unsere Umgebungen, unsere Welten. Und da gibt es in der Informatik auch entsprechende Schlagworte, die auf solche Entwicklungen verweisen, die diese Durchdringung des mobilen, ubiquitären, durchgängigen Computings eben auch hinweisen. Ich möchte kurz einmal erläutern, was sich doch in den letzten 50 Jahren grundlegend geändert hat und warum auch der Begriff der Medienkompetenz heute vielleicht uns nicht mehr weiterhilft, nicht mehr so sehr weiterhilft in der Diskussion. 1970er Jahre, Barke ist hier der maßgebliche Autor, er war konfrontiert mit einer Situation, wo die Schule grundlegend mit dem Buch verknüpft war. In der Schule wurde das Buch genutzt, in der Freizeit aber nutzten Menschen Zeitungen, Zeitschriften, das Radio, Film, Fernsehen und viele andere elektronische oder auch printbasierte Medien, die in der Schule nicht vorkamen. Und es ging Barke und der Diskussion über Medienkompetenz um die Frage, wie können wir die Menschen in zu einem reflektierten Umgang mit diesen Medien führen, nochmal Medien, die im Unterricht eigentlich nicht thematisiert wurden. Was sich aber jetzt verändert hat und momentan eben weiterhin noch verändert ist, dass diese Trennung dieser Medientypen und Sorten ja gar nicht mehr vorhanden ist, sondern alles wird digital und die Schule wird auch digital. Und insofern müssen wir feststellen, dass dieser Gedanke einer Medienkompetenz als etwas Spezifischem, was neben den anderen Aktivitäten und Kompetenzen entsteht, irgendwo in Frage zu stellen ist. In den Mittelpunkt rückt Bildung. Rückt Bildung freilich in einer digitalen Welt. Wir müssen also diesen Kernbegriff der Erziehungswissenschaft in den Blick nehmen. Und ich denke, diese Tradition ist sehr wichtig, diese bildungstheoretische Diskussion, denn sie kann uns durchaus auch zeigen, dass sehr viele Fragen in der aktuellen Diskussion Fragen sind, die wir immer schon gestellt haben, die sich aber vielleicht neu konfigurieren müssen in dieser digital geprägten Welt. Also Schlagworte sind, wir müssen lernen, an dem Wissen einer Kultur teilzuhaben, Identität zu entwickeln im Umgang mit Medien und auch sich mit anderen über Medien verständigen. Ja, in der politischen Diskussion finden wir eben in den letzten Jahren ganz bewusst eben auch dieses Umswitchen des Paradigmas weg von der Medienkompetenz hin zu dem Begriff Bildung in der digitalen Welt. Und ich habe versucht, das Ganze einmal aufzudröseln. In der bildungswissenschaftlichen Diskussion geht es um die Frage, brauchen wir einen Bildungsbegriff? Was sind die Probleme des Kompetenzbegriffs? Und ich folge hier einer Position, die sagt, wir brauchen Bildungs- und Kompetenzbegriff. Es ist wichtig zu verstehen, was ist die Zieldimension, Bildung als reflektiertes Verhältnis des Menschen zu sich, zu anderen und der Welt, ein Ansatz, eine Definition, wie sie heute von vielen auch Vertretern einer transformatorischen Bildung verstanden wird und aufgegriffen wird. Aber wir können auch diesen Bildungsbegriff beziehen auf die erforderlichen Kompetenzen, also auf die Frage, was müssen wir können, verstehen, bewältigen, was müssen wir für Kompetenzen mitbringen, um diese Bildung entwickeln zu können.
Ich habe hier sieben Kompetenzbereiche aufgeführt, die in meinen Publikationen auch näher erläutert sind. Grundsätzlich geht es mir aber darum zu zeigen, diese Bildung in der digitalen Welt kann zurückgeführt werden auf ganz zentrale Gedanken und Forderungen einer Bildungstheorie oder einer bildungstheoretischen Tradition. Und wir können sie aber auch verknüpfen und anknüpfen an Kompetenzdiskurse, Kompetenzdiskussionen und entsprechende Modelle, die nochmal deutlich machen, was muss ich für spezifische Kompetenzen entwickeln, um eben ein solches Bildungsverständnis einlösen zu können. Ja, und dann kommt noch ein weiteres Problem hinzu, mit dem ich mich momentan beschäftige, nämlich die Frage, ob das, was wir hier Medienkompetenz nannten, was wir hier jetzt nennen Kompetenzen für eine digitale Welt, sind das eigentlich generische Kompetenzen, die wir sozusagen in jedem Mediensystem, in jedem Gegenstand, in jedem Kontext gleichermaßen haben? Ist das eine Dimension? Bin ich entweder ganz arg kompetent in diesen Dimensionen oder ganz wenig kompetent? Ich habe da meine Zweifel. Ich denke, wir müssen genauer überlegen, ob nicht manche Teile dieser Kompetenz eben stark domänenspezifisch ist und andere eben generisch. Also wenn wir hier sind, wäre der Gedanke, dass insbesondere die unteren Bereiche vielleicht doch domänenspezifischer und medienspezifischer sind. Und umso mehr wir nach oben kommen, wir davon ausgehen können, dass das eigentlich eher dann generische Kompetenzen sind. Also das müssen wir, glaube ich, noch genauer überlegen, wie wir diese Kompetenzen im Kontext der Bildung in einer digitalen Welt, wie wir die auch anlegen, ob wir sie eher als generisch oder spezifischer anlegen wollen und müssen. Dies ist weiter auch empirisch natürlich zu bearbeiten. Also fassen wir zusammen. Wenn wir über digitale Bildung reden, dann ist dies nur ein Arbeitsbegriff, der auf die Herausforderung einer digitalen Epoche verweist. Denken Sie immer, es gibt ja auch keine analoge Bildung. Und insofern ist alleine schon begrifflich, semantisch das Konstrukt digitale Bildung ja vielleicht als Arbeitsbegriff okay, aber wir sollten uns immer bewusst sein, dass das doch ein sehr schwieriges Konstrukt ist. Wir erwerben diese Kompetenzen, hier steht auch wieder digitale Kompetenzen, wir erwerben die Kompetenzen für die Bildung in der digitalen Welt, das wäre die Langfassung, wir erwerben die in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Hier ist es auch notwendig, natürlich eine durchaus informatische Bildung zu verorten. Bildung in der digitalen Welt scheint mir hier das Konstrukt, was gut diese Diskussion zusammenfasst. Ich komme zum nächsten Punkt, die Handlungsebenen der digitalen Transformation. Also, wenn wir jetzt diesem Gedanken folgen, dass Digitalisierung etwas Durchdringendes ist, wenn wir dem Gedanken folgen, dass es letztlich um Bildung in der digitalen Welt geht, für das wir bestimmte Kompetenzen auch brauchen, dann müssen wir fragen, was bedeutet das für die Erwachsenenbildung? Wo setzt nun digitale Transformation, Veränderung ein? Und hier habe ich einmal das aufgeschrieben für verschiedene Ebenen. Und damit soll deutlich werden, dass die Veränderung sich nicht reduzieren lässt auf die Frage, wie nun Kurse gestaltet sind, ob wir jetzt nun E-Learning nutzen oder ähnliches, sondern das betrifft gleichermaßen die Bildungsorganisation, die Programmplanung und auch System und Strategie. Und das will ich kurz skizzieren, in welcher Weise wir uns hier das vorstellen können, eine solche Entwicklung. Also ich will hier das mal kurz an diesem Bild zeigen, ein MOOC, den verschiedene Volkshochschulen im letzten Jahr durchgeführt haben, ein Grill-MOOC. Thema war Grillen, also vielleicht jetzt nicht das typische Thema von Volkshochschulkursen. Es war ein MOOC, ein Massive Open Online Kurs, der von
mehreren Volkshochschulen gleichzeitig veranstaltet wurden mit Online-Veranstaltungen, aber eben auch Präsenzveranstaltungen. Und es ging nicht nur um das Grillen, sondern es ging um gesundheitliche Fragen, es ging um kulturelle Fragen, wie wird wo, in welchen Ländern, in welchen Traditionen gegrillt. Es ging auch um die Ausstattung und vieles andere mehr. Ich fand das ein richtig innovatives Vorhaben. Es ging um eine neue Thematik, neue Lernorte, neue Kooperationen und vielleicht auch neue Zielgruppen. Damit wird deutlich, dass es bei der Digitalisierung natürlich auch um vorhandene Kurse geht, aber es geht auch darum, wie können wir vielleicht auch ganz grundlegend neue Arten von Angeboten auf der Basis der digitalen Medien entwickeln. Und es geht weiter. Es geht eben nämlich nicht nur um den Lernprozess im engeren Sinne, also was wir früher E-Learning genannt haben, sondern heute betrachten wir eben den gesamten Prozess, die gesamte Wertschöpfung von der Planung bis eben zum Transfer. Und wir fragen, wie können wir Digitalisierung in all diesen Elementen, in all diesen Teilprozessen des Lernens und des Bildungsangebotes implementieren oder zumindest prüfen, in Erwägung ziehen und dann überlegen, wie diese Dinge zusammenkommen. Ein Zukunftsszenario Arbeit von Einrichtungen in der Erwachsenenbildung könnte aus solchen Schlagworten hier bestehen, nämlich, dass wir eben bei den Produkten nachdenken, wie können neuartige Produkte aussehen. Es können für Volkshochschulen gehen um die Frage ihrer Rolle in der Region, auch in der Zusammenarbeit mit anderen, auch eben im Bereitstellen von Dingen wie Zertifizierung, von dem Nachweis und der Anerkennung von Kompetenzen und Ähnlichem. Wir ahnen, dass das Internet zu einer Kooperation zwingt oder motiviert zur Kooperation eben über die einzelne Einrichtung hinaus. Hier geht es um die Frage neuer Kooperationsstrukturen, vielleicht auch mit externen, mit anderen Dienstleistern. Und die einzelne Einrichtung wird damit nicht obsolet, sondern sie kann sich eben halt in einem solchen Netzwerk vielleicht auch eben halt spezialisieren auf Themen, auf Kompetenzen, auf Dienstleistungen. Also insofern finde ich das schon eine spannende Frage und es wird deutlich, dass ja bis letztlich auch Abrechnungs- und Finanzierungsmodelle, die zu klären sind in dieser neuen Welt, dass das tatsächlich durchdringend ist, viele Facetten betrifft und insofern eben nicht nur das Angebot und die Angebotsgestaltung im eigentlichen Sinne. Nochmal, für mich ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, über den wir sprechen sollten, neue Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation, des Betriebs von Erwachsenenbildung. Da sind, glaube ich, sehr viele Aspekte möglich, sehr viele Szenarien möglich, über die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Aber im Ganzen wird deutlich, dass diese Handlungsebenen doch allumfassend sind und dass wir das wirklich als Transformation betrachten müssen und nicht nur als Innovation von einzelnen Produkten, sondern wie gesagt, die Erwachsenenbildung als Ganzes betroffen ist. Und ich komme zum Schluss. Ich möchte noch ein kleines Schlaglicht werfen auf die Frage, wie ist eigentlich der Stand? Wie ist eigentlich der Status der Digitalisierung? Was können wir sagen zu dem Status der Digitalisierung? Schon der erste Punkt. Es ist gar nicht so einfach, den Status der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung zu erfassen. Was wäre das? Was wäre digitales Lernen? Hier Beispiele. Der Dozent verschickt Unterlagen per E-Mail, schreibt eine URL an die Tafel, bilden eine WhatsApp-Gruppe und so weiter. Sind das alles schon Elemente einer digitalen Welt, einer digitalen Erwachsenenbildung? Ja, wir sehen, bestimmte Dinge sind heute schon selbstverständlich. Es ist schwierig, diese Grenze sinnhaft wirklich zu ziehen. Und insofern schlagen wir einen anderen Weg
vor, um sich dem Thema zu widmen. Also nicht mehr zu zählen, wie viele Computer sind in einer Einrichtung, wie viele Kurse sind online. Das ist zu oberflächlich. Das wird nicht der Frage gerecht, welche Bedeutung hat das Digitale für bestimmte didaktische Funktionen in der Erwachsenenbildung. Und deswegen schlagen wir hier vor, nachzugehen der Frage, inwiefern wird das Internet in der Weiterbildung mehr oder weniger intensiv genutzt für die Information oder für die Kommunikationskomponente oder um Lernprozesse zeit- und ortsunabhängig zu organisieren. Also vielleicht ein etwas sperriges Konstrukt, aber es folgt einer mediendidaktischen Theorie und Modellbildung. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um entsprechend auch dem Phänomen nachzugehen. Ja, dieser Ansatz war Grundlage für die letzte Befragungswelle im Adult Education Survey. Sie wissen, ein Verfahren, das alle Jahre europaweit durchgeführt wird und dieses Mal erstmals mit diesem digitalen Instrument, mit diesem Instrument, was zu der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung speziell entwickelt worden ist. Eine Arbeitsgruppe im Auftrag des BMBFs hat dieses Instrument ausgearbeitet. Und ich will Ihnen kurz ein paar Ergebnisse zeigen, die, glaube ich, schon sehr interessant sind für unsere Arbeit. Wir sehen hier die Ergebnisse dieser Haushaltsbefragung. Und zwar sehen wir hier, wie oft das Internet genutzt worden ist zum Materialaustausch oder zum kommunikativen Austausch und inwiefern die Bildungsaktivität tatsächlich überwiegend in einer Veranstaltung vor Ort oder eben in einem Online-Format durchgeführt wird. Nun, die Zahlen sind alle bereits online. Sie können sie in dem neuesten AIS-Trendbericht auch im Einzelnen nachlesen. Wichtig ist hier zunächst einfach das Ergebnis. Eine Bildungsaktivität mit digitalen Medien, halt mit diesem eben skizzierten, doch recht diffizilen Instrument erfasst, zeigen immerhin bei den formalen Bildungsaktivitäten 84%. Und bei den nonformalen Weiterbildungsaktivitäten 38%. Das ist meines Erachtens nach doch eine bemerkenswerte Höhe. Das zeigt schon, dass die Digitalisierung, so meine ich, in der Erwachsenenbildung angekommen ist. Dass wir tatsächlich doch von einer bereits substanziellen Nutzung ausgehen können. Das hier sind Zahlen von Menschen, die in den letzten nachgefragt worden sind nach ihren Weiterbildungsaktivitäten in den letzten 12 Monaten und entsprechend informativ sind diese Zahlen, meine ich. Auch hier nochmal dann die Quoten der Teilnahme. Das heißt also jetzt, dies ist dann der Anteil der Personen, die in den letzten 12 Monaten an einer Bildungsaktivität teilgenommen haben. Eben bezog sich das auf die Anzahl der Bildungsaktivitäten. Hier jetzt die Anteil der Personen. Immerhin bei der formalen Bildung haben 10% der Befragten mit digitalen Medien gelernt, in der nonformalen Weiterbildung in 24% der Fälle. Also insofern nochmal, wir können feststellen, dass die Digitalisierung angekommen ist in der Erwachsenenbildung. Eine minimale Internetnutzung findet in gut 4/5 der formalen und in 1/3 der nonformalen Weiterbildungsaktivitäten statt. Hier nochmal bezogen auf alle Bildungsaktivitäten, die hier abgefragt worden sind, werden mit 43% gut 2/5 der Bildungsaktivitäten zugeordnet. Und wie gesagt, immerhin weisen 31% wenigstens eine Bildungsaktivität mit digitalen Medien nach. Also, wie gesagt, schauen Sie sich die Zahlen einmal genauer an. Wir haben da doch auch sehr differenziert schon nachgeschaut, mit welcher Arten von Medien, für welche Arten von Aktivität, auch entlang des gesamten Prozesses werden digitale Medien genutzt. Und wie gesagt, ich finde, das zeigt uns, dass die Digitalisierung angekommen ist in der Erwachsenenbildung. Dass die Lehrenden natürlich
deswegen auch Handlungskompetenz entwickeln müssen, um mit diesen Szenarien umzugehen, um sie einzuführen und pädagogisch sinnvoll zu gestalten. Aber auch, und das war ja mein langer Mittelteil in dieser Rede, aber auch mitwirken können und mitarbeiten sollen in der Frage, wie eigentlich die Zukunft der Erwachsenenbildung aussieht. Denn mein Vortrag sollte auch deutlich machen, dass diese Zukunft der Erwachsenenbildung nicht eins zu eins so sein wird wie heute, nur mit halt ein bisschen mehr Internet, sondern dass wir hier auch mit solchen strukturellen und grundlegenden Veränderungen zu tun haben werden. Und dass es wichtig ist, auch bei der Entwicklung der Handlungskompetenz die pädagogischen Kräfte, die Dozierenden mitzunehmen, einzubinden in der Entwicklung dieser digitalen Zukunft. Vielen Dank.